Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zur 20. Folge von unserem Experimental Snapshot Survival, unserem Caves and Cliffs Abenteuer. Wir testen die kommende 1.18, wobei dieser Titel zu dieser 20. Folge eigentlich nicht wirklich passt. Denn, wie ihr seht, befinden wir uns gerade in einer anderen Welt, die auch nicht in einem Experimental Snapshot oder in einem Snapshot der 1.18, die ja mittlerweile auch schon rauskommen, vorliegt, sondern wir befinden uns in einem Modpack. Und zwar dem Crucial 2 Modpack, das von Vasky, dem Ersteller von Botania und vielen anderen Mods, zusammengestellt wurde. Und zwar machen wir diese Folge in diesem Modpack, um ein kleines Gegenbeispiel zu der 1.18 zu zeigen. Ich würde gerne hier einmal die Hüllen ein bisschen vorstellen, wie die in diesem Modpack generieren. Ich glaube, die Mod, die dafür verantwortlich ist, ist Young's Better Caves, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, wie die hieß. Aber irgendwie so um den Dreh. Genau, ihr seht schon, ich spiele ein bisschen länger schon in dieser Welt hier. Hab auch schon ganz gute Tools. Und heute möchte ich einfach mit euch einmal in so eine Höhle rein, um euch zu zeigen, wie ein Höhlen-Update alternativ aussehen könnte. Ne? Man will das Ganze ja auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und genau das machen wir heute. Hier werden wir jetzt in einer Höhle drin. So sehen die ungefähr außen. Von der Generation her ist die Höhlengeneration in Crucial 2 gar nicht mal so anders wie in der 1.18. Wir haben auf jeden Fall hier verschiedene Höhlentypen und wir haben tatsächlich viele Höhlentypen, die den 1.18 Höhlen sehr nahe kommen. Wobei es gibt hier tatsächlich nicht so riesige Höhlen, wie wir das in der 1.18 bereits gesehen haben. Das gibt es tatsächlich nicht. Sie können recht groß werden, die Höhlen. Da zeige ich gleich auch nochmal ein Beispiel zu. Aber nicht so riesig. Was es auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr gibt, sind Höhlen, die relativ flach sind, aber über einen richtig großen Bereich sich hinüberstrecken. Hier ist übrigens noch ein Beispiel für eine Höhle, die einfach unfassbar riesig von der Grundfläche her ist, aber halt nicht besonders hoch ist. Wir sind jetzt in einer Höhle, die ich gerne als das Beispiel für die größten Höhlen in Crucial 2 nehmen möchte. Also ich weiß es natürlich nicht genau, ich rede hier immer nur von den Erfahrungen, die ich jetzt in dieser Welt erlebt habe, aber ich habe bisher keine Höhle gefunden, die größer ist als sowas hier. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich krasse Höhle. Was auch daran liegt, dass hier ein Dungeon mitten rein generiert wurde. Aber viel größer als diese Höhlen werden die tatsächlich in Crucial 2 nicht. Und in der 1.18 haben wir tatsächlich größere Höhlen gesehen. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass die Höhlen in Crucial 2 sehr spielfreundlich sind. Man kommt wirklich sehr gut durch sie durch. Es spawnen wirklich nicht zu viele Mobs, nicht zu wenig Mobs. Es gibt genug Diversität, dass man die ganze Zeit etwas zu tun hat. Und zwar auch nicht ständig dasselbe, sondern es ist irgendwie immer ein bisschen anders. Es gibt zum Beispiel Monsterboxen, da kann ich mal einen Clip zeigen, die wirklich relativ häufig in den Höhlen spawnen, und wenn man näher an diese Monsterboxen rangeht, dann spawnen verschiedenste Kreaturen wie Hexen und Spinnen und Zombies, die dann allerdings was Spezielles droppen, zum Beispiel Schwert hatte ich schon gehabt, Schallplatten, Pferderüstung, und diese Boxen aktiviert man, indem man halt näher rangeht, und das ist zum Beispiel so eine Art Herausforderung, die man annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Was wirklich ganz interessant an dem Modpack zu sehen ist, ist, dass solche großen Höhlen, wo es ja auch wirklich nach oben noch weiter geht, trotzdem generieren können, obwohl wir hier kein angehobenes World Limit haben. Also wir haben ganz normal die Bauhöhe bei 256 Blöcken und es geht auch nicht unter 0. Das heißt, wir haben wirklich nur die ganz normale World Height. Und trotzdem können hier tatsächlich solche großen Höhlen generieren. Das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Was übrigens ein großer, großer Faktor dafür ist, dass diese Höhlen
ständig einem anders vorkommen, dass man immer was zu tun hat, liegt auf jeden Fall an den Dungeons. Ich bin jetzt hier tatsächlich in einem der relativ häufigen Dungeons drin. Das hier ist ein ganz normaler Minenschacht. Die werden einfach über den normalen Minecraft-Minenschächten, die wir kennen, überschrieben. Hier haben wir übrigens so eine Höhle, von der ich vorhin sprach, die relativ groß ist, aber halt total flach ist. Die ist maximal 5 Blöcke in der Höhe hoch. Aber die ist halt enorm lang. Davon gibt es tatsächlich einige. So, jetzt seht ihr das nämlich auf YouTube mal, wie die Generation ist, weil es geht jetzt nicht darum, dass ich hier Gameplay zeige. Es geht einfach darum, dass ich ein bisschen, ja, zeige, wie die World Gen hier gelöst wurde. Gut, hier fliegen jetzt, Schienen, aber das ist relativ normal in einem Modpack, dass da ein paar Bugs sind. Das ist ja auch für das normale Spiel der Fall. Aber was ich zu den Dungeons auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass die verschiedenen Dungeons, die man hier unterirdisch treffen kann, es wirklich sehr, sehr, sehr spannend machen. Und es gibt da nicht nur diese Minenschächte, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dungeons. Ich habe schon so eine Art unterirdischen Zombie-Friedhof gefunden. Ich habe bereits ein Spinnennest, ein gewaltiges gefunden. Und ja, diese Dungeons. Die machen das ganze Gameplay wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde, dass tatsächlich Minecraft so ein paar Untergrund-Dungeons braucht, weil wir haben nicht wirklich welche. Das Einzige, was wir haben, sind die Spawner und die Endfestung. Und die ist ja wirklich sehr selten. Und da könnte tatsächlich ein bisschen Nachhilfe noch gegeben werden. So ein paar Untergrund-Dungeons fände ich in Vanilla wirklich nicht schlecht. Und die müssen nicht mal besonders groß oder besonders divers sein. Einfach nur, dass es welche gibt, dass man sie antreffen kann, dass man sich kurz über sie freuen kann, mal reingehen kann, bisschen kämpfen kann und dann wieder rausgeht. Da muss nicht mal irgendwie krasser Loot drin sein oder so etwas. Aber es würde dem allgemeinen Feeling und dem Gameplay, denke ich mal, schon helfen. Das merke ich hier in diesem Modpack ja auch. Wir haben jetzt hier ein Beispiel für einen erneuerten Dungeon mit einem Spawner drin. Die haben sich nicht besonders viel verändert. Hier gibt es ein bisschen anderen Loot drin. Hier sind ein paar Fässer statt Kisten. Und ja, ansonsten sind die eigentlich genau gleich geblieben. Ach, eine Jukebox. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber die haben sich ansonsten auch nicht besonders geändert. Hier haben wir übrigens den Eingang zu einem dieser besagten Spinnen-Dungeons, in dem ich noch nicht drin war, wo ich jetzt auch nicht weiter reinfliegen werde, um mich selbst nicht zu spoilern. Aber so ungefähr sieht es dann hier aus und es ist ziemlich hart, da reinzukommen. Das kann ich euch sagen. Ich bin hier einmal verreckt. Gut, und die World Gen lässt auch hier ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, das ist ein Modpack. Hier haben wir jetzt diesen Untergrund-Zombie-Friedhof, den ich gefunden hatte. Und jetzt fällt mir gerade erst auf, dass der tatsächlich mit einem Spinnen-Dungeon zusammen generiert wurde. Genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie häufig dieser Typ von Dungeon ist, aber ich habe den bisher erst ein einziges Mal gefunden. Und zwar hier direkt über so einem riesigen Blumenbiom, was eigentlich ganz nice ist. Der Eingang war überirdisch, deswegen habe ich das auch gefunden. Na, hier geht so ein Eingang rein. Und dann das Ganze. Der ganze Dungeon ist tatsächlich ziemlich groß und auch sehr herausfordernd. Also überall sind Spawner, Zombie-Spawner, die man tatsächlich dann abbauen muss. Das würde ich tatsächlich für Vanilla Minecraft nicht unbedingt empfehlen, weil ich glaube, dass man dann einfach zu viele Spawner hat. Die Spawner sollen schon etwas Besonderes, etwas Seltenes sein. Und gut, das ist in Crucible 2 nicht unbedingt so. Man findet auch überall hier überirdisch. Ah, ich kann das mal hier hinten zeigen. Das hier ist so einer von diesen Türmen. Die findet man relativ häufig in der Oberwelt. Und da sind vier Spawner, glaube ich, drin in diesem Turm. Und was ich gemacht habe, ich habe zwei von den Spawnern genommen und daraus eine XP-Farm gemacht. Was natürlich super effizient ist. Und um ehrlich zu sein, für Vanilla Minecraft wahrscheinlich ein bisschen overpowered. Des Weiteren gibt es in Crucible 2 einige Höhlenbiome, die tatsächlich relativ selten sind. Also ich habe die wirklich nicht häufig antreffen können und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die als richtige Biome gelten. Aber was ich bisher gefunden habe, war unter den Bergen so ein Biom, wo so ein bisschen wie Nilium im Nether gewachsen ist und dort man blaue Pilze antreffen konnte, die tatsächlich eine Funktion haben. Soweit ich weiß, kann man damit Tränke herstellen, durch die man sehen kann, wo Mobs spawnen.
können. Ich glaube, das ist der Fall. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, aber ich glaube, da war etwas in der Art. Hier haben wir ein weiteres Biom, und zwar ein Biom, das ich tatsächlich noch gar nicht gefunden habe. Das ist eins mit Kristallen. Ich hatte tatsächlich eins gefunden, wo gelbe Kristalle drin sind. Ich wusste nicht, dass es grüne gibt. Aber genau, so sieht das dann ungefähr aus. Das ist auch ziemlich nice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Kristalle bringen. Ich habe die abgebaut und mitgenommen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man aus denen craften kann. Aber das werde ich garantiert noch herausfinden. Aber das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Wobei, wenn man in der Höhle drin ist, hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen was fehlt. Es sind halt wirklich nur diese Kristalle in der normalen Höhle. Wäre ganz cool, wenn vielleicht noch eine andere Steinart generieren würde. Weil ansonsten wirkt es manchmal an manchen Stellen ein bisschen out of place tatsächlich. Aber wenn man ein bisschen rausgeht und das sich als Ganzes betrachtet, sieht das natürlich schon ganz heftig aus. Ich möchte das Video tatsächlich auch gar nicht in Länge ziehen. Viel mehr von den Höhlen muss ich auch gar nicht zeigen, weil der Rest ist gar nicht mal so unterschiedlich zu den Höhlen, die wir bisher kannten. Aber auch, es gibt durchaus halt auch Ähnlichkeiten mit den Höhlen, die jetzt in der 1.18 auf uns warten werden. Die Berge möchte ich nicht zeigen, weil ich finde die Generation der Berge hier in Crucial 2 nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht das hier schon, wie unfassbar steil die Berge da im Hintergrund einfach nach oben schießen. Und die sind dann noch relativ dünn häufig. Die Berggeneration gefällt mir in Crucial 2 nicht. Ich finde, da hat Mojang in der 1.18 einen sehr, sehr, sehr viel besseren Job gemacht. Ja, genau, noch so ein paar Sachen vielleicht, die verschiedenen Steintypen, wie zum Beispiel Andesite, Granite, es gibt hier auch Limestone und Marmor. Die spawnen nicht so in kleinen Gruppen, sondern tatsächlich in größeren Bereichen, aber dann auch nur in bestimmten Biomen. Zum Beispiel Andesite findet man hier in den Wäldern ganz gut, Limestone findet man im Sumpf und Marmor, glaube ich, in den Plains. Das finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee, aber das muss auch nicht sein, finde ich. Ja, das wäre es auch schon gewesen von diesem kleinen Video. Sollte nur ein kleiner Überblick sein über Crucial 2 und wie die Höhlen hier gelöst wurden. Einfach als Alternative, als kleines Beispiel, was sonst so optional wäre. Weil die Höhlen finde ich wirklich gut. Die finde ich gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao. Everything changes.